Heute hat sich nach meiner Auffassung etwas Interessantes gezeigt, nämlich eine klare Differenz zwischen der Stimmung an der Wall Street, die ist nach wie vor, naja, fast euphorisch, und einer sich stark eingetrübten Stimmung an der Main Street, die ist deutlich eingebrochen. Main Street, das sind die Durchschnittsamerikaner, das ist die Stimmung der Bevölkerung, die hier gemeint ist. Und das hatte möglicherweise weitreichende Folgen, nicht nur für die Aktienmärkte, sondern auch für Amtsinhaber Donald Trump, denn schlechte Stimmung in der Bevölkerung, Zukunftspessimismus, ist für einen Amtsinhaber nicht das Allerbeste. Schauen wir uns mal die heute veröffentlichte Stimmung des Conference Board an. Da sehen wir, da haben wir vor allem einen massiven Einbruch der Einschätzung der aktuellen Situation. Klar, die Amerikaner, die haben, wenn sie arbeitslos waren, $600 pro Woche nochmal vom Staat obendrauf bekommen, haben faktisch überwiegend mehr Geld verdient als in den ein, zwei oder drei Jobs, die sie vorher gemacht haben. Und jetzt ist unklar, wie das weitergeht. Da kommt vielleicht nochmal ein Scheck durch diese Exekutivorder durch Donald Trump. Aber wenn da jetzt keine Einigung kommt zwischen US-Demokraten und Republikanern, und dann wird dieser Scheck ausbleiben oder wird der nächste Scheck ausbleiben, der ja ohnehin schon maximal $300 betragen wird. Also da merken die Amerikaner, hups, die Zeiten, die könnten jetzt schwieriger werden. Und die Befragten sagen, wir werden unseren Konsum jetzt zurückfahren. Und B, wenn wir vielleicht doch noch Stimulusgelder bekommen, dann werden wir die auf die hohe Kante legen. So sagte das Conference Board als Ergebnis seiner Umfrage. Und damit zeichnet sich eben eine doch immer stärkere Differenz jetzt ab, nachdem die Main Street auch super gut gelaunt war durch diese Stimulusprogramme des Staates, ebbt das jetzt ab, die Stimmung wird schlechter und normalerweise gibt es da durchaus einen Zusammenhang, wie Sie hier sehen, zwischen der Marktkapitalisierung in Relation zum BIP, was die Wall Street betrifft, und der Stimmung des Conference Board, also der Verbraucherstimmung. Hier sehen wir, dass das fast immer sehr, sehr kongruent läuft. Also Stimmung ist dann oft, der Verbraucher der Main Street ist dann oft auch übersetzt in Höhe der Aktienkurse. Und jetzt haben wir gesehen, dass die Stimmung der Amerikaner nach unten geht, aber die Wall Street, die bleibt noch oben. Und sie ist nach wie vor ziemlich entspannt und ziemlich gut drauf. 180,6% haben wir jetzt die Marktkapitalisierung der Wall Street in Relation zum BIP. Überflüssig zu sagen, dass das ein absolutes Allzeithoch ist, hat es so noch nicht gegeben. Und auch der Fear and Greed Index ist bei 73. Greed, also Gier. Da ist die Stimmung auch noch also bombig. Aber die Frage ist, wie lange wird das noch sein? Wir sehen solche Auswüchse wieder mal von David Portnoy, diesem Star der Robin Hooder, wenn man so will, der sagte, Aktien gehen nur nach oben. Und jetzt hat er in einem Tweet gesagt, Mensch, ich habe mir noch keine Yacht gekauft, das muss ich jetzt unbedingt machen. Und Jim Bianco sagt, ja, es ist ja super einfach, aus $10 mal $10 Millionen zu machen, wenn man in Aktien investiert. Also David Portnoy auch so ein bisschen als Indikator für diese Euphorie, die derzeit herrscht, von jemand, der eigentlich von der Mainstream kommt, aus dem Sportwettenbereich, nämlich David Portnoy, und dann eben in den Aktienbereich gewechselt ist, der dann zwischendurch Kryptowährungen gehandelt hat. Das hat er aber dann gelassen, weil er gesagt hat, oh, Kryptowährungen, die steigen ja nicht nur, sondern die können auch fallen, während Aktien ja nur steigen. Also das zeigt so ein bisschen die noch herrschende Mentalität, die natürlich, ich hatte das öfter schon mal vielleicht angedeutet, mit der fundamentalen Situation nicht allzu viel zu tun hat. Wir sehen ja, dass eigentlich die Gewinne der Unternehmen schon in den letzten Jahren, genauer gesagt seit Beginn des Handelskrieges, stagnierten. Und jetzt haben wir natürlich die Gewinnerwartungen jetzt in dem abgelaufenen Quartal übertroffen, aber man hatte die Latte ja so tief gelegt, dass es wahrscheinlich nicht allzu schwierig war, darüber zu springen. Dennoch, wenn wir uns mal die Schätzungen vor der Corona-Zeit anschauen und dem, was jetzt faktisch an Zahlen reingekommen ist, dann liegen wir sehr, sehr deutlich darunter, nämlich um 27%. Das ist die größte Differenz seit der Finanzkrise. Also die Lage ist ja nicht besser geworden. Man hat nur die Erwartungen übertroffen und das hat dann die Märkte dazu animiert zu sagen, naja, oder es war zumindest eine Ausrede zu sagen, boah, dann kaufen wir die Märkte nach oben, solange die Fed uns praktisch ein Sicherheitsnetz unter den Hintern spannt. Am Donnerstag ja die viel erwartete Rede von Jerome Powell in Jackson Hole, respektive als virtuelle Ansprache natürlich wieder. Das wird für die Märkte wohl sehr wichtig werden. Insgesamt sehen wir das.
Dadurch, dass die faktische Ergebnislage der Unternehmen sich gar nicht verbessert hat, aber die Kurse deutlich gestiegen sind, die sogenannte Forward Earnings Ratio, also praktisch das zukünftige KGV, jetzt auf dem höchsten Stand ist. Seit den 90er Jahren war nicht mal in der Dotcom-Blase so hoch und das zeigt so ein bisschen, naja, wenn die Stimmung dreht jetzt, wenn dieser Wohlfahrtsstaat plötzlich aufhörte zu existieren, damit die Unternehmen auch weniger Geld verdienen, weil die Amerikaner weniger konsumieren, dann könnte das durchaus für das nächste Quartal ein schlechtes Zeichen sein. Wir haben ja zwei Aktien, die maßgeblich gestiegen sind. Das ist auf der einen Seite natürlich eine Apple. Die hat alleine in diesem Monat 335 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung hinzugewonnen. Heute, wie ich gesehen habe, leicht negativ, aber nur leicht natürlich. Und das vergleichen wir mal mit dem Jahr Oktober 2011, als der geniale Steve Jobs gestorben ist. Da hatte Apple etwas mehr Marktkapitalisierung, als es jetzt in einem Monat hinzugewonnen hat. Und wenn man ehrlich ist, muss man ja sagen, seit Steve Jobs tot ist, ist Apple keine wirklich innovative Firma mehr, macht nach wie vor gute Produkte, aber es ist eben nicht so, dass Apple plötzlich eine Technologie bringt, die bisher keiner hatte. Das, was eben unter Steve Jobs ja fast regelmäßig passiert ist, das bleibt aus und dennoch waren damals die Bewertungen um ein Vielfaches niedriger. Und der zweite Highflyer ist Tesla, auch diese Aktie heute im Minus. Und da sehen wir, dass es jetzt Zweifel gibt, dass Tesla in den S&P 500 aufgenommen wird. Und das war ja eigentlich oder schien ja eigentlich eine sichere Sache zu sein. Vier Quartale in Folge gewinnen, das ist die Voraussetzungen. Aber jetzt sagt man, nach herkömmlichen Berechnungsmethoden haben die ja gar keine Gewinne gemacht. Das, was einige böse Zungen ja schon eingewendet hatten nach den Tesla-Zahlen, weil man einfach die Emissionsrechte verkauft hat, aber aus dem eigentlichen Geschäft keine Gewinne generiert, sondern eben nur durch diese Emissionsrechte. Das kann bedeuten, dass Tesla jetzt nicht in den S&P 500 kommt und das dürfte ja wahrscheinlich ein wichtiger Treiber gewesen sein für den Anstieg der Aktie, weil dann eben Fonds etc. zugreifen müssen, auch Tesla kaufen müssen, wenn sie zum Beispiel einen ETF auf den S&P 500 kaufen. Wenn wir uns diese unglaubliche Erholung mal anschauen der Aktienmärkte, dann sehen wir hier die Top 5 Aktien, die ja diesmal diesen Anstieg so maßgeblich getragen haben, während die 495 restlichen auch gestiegen sind in der Summe, aber eben nicht so stark. Wir hatten nach der Finanzkrise einen viel breiteren Aufschwung der Aktienmärkte. Wir sehen also, das ruht auf sehr, sehr wenigen Schultern. Auch das ein Thema, das ich, wie Sie vielleicht wissen, schon mehrfach angesprochen hatte, aber hier zeigt man das nochmal musterhaft historisch. Und jetzt sagt Citigroup, okay, wir erhöhen jetzt mal unseren Kursziel auf 3.300 Punkte im S&P. Das ist nach wie vor ein Schnaps niedriger, als wir derzeit stehen. Davor war man bei 2.900 Punkten gewesen, also noch niedriger, deutlich niedriger. Sagt aber jetzt, okay, das erscheint uns alles so ein bisschen wie in den späten 90er Jahren, so dieser Hype, diese Euphorie. Aber damals war es eben so, dass die Fed die Zügel gestrafft hat, was die Zinsen betrifft, was die Bilanz betrifft. Heute ist das eben nicht der Fall. Deswegen sei das Kursziel von 3.300 Punkten im S&P gerechtfertigt. Wir werden sehen, ob Citi recht hat oder nicht und schauen uns jetzt mal an, wie es um die Märkte heute bestellt ist. Was wir hier sehen, ist praktisch die Rotation aus der Rotation in den Charts von Capital.com, alle auf 4-Stunden-Basis. Wir sehen nämlich hier den Dow Jones. Und wir sehen, der hat schlechte Laune. Das ist der schlechteste Tag seit Ende August, Ende Juli, für den Index, der ja umgestellt wird. Ab nächster Woche drei Werte fliegen raus, drei kommen rein, wegen des Aktiensplits von Apple. Auch das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir sehen also, dass der Dow, der gestern stark war, dass der Nebenwerteindex Russell, der gestern stark war, die kommen heute unter Druck. Und der Nasdaq, der vorher so ein bisschen Schwäche gezeigt hat in Relation am letzten Handelstag, der hält sich dafür heute besser. Also man rotiert wieder mal aus der Rotation. Hier noch ein Blick auf den S&P 500. Der ist aktuell bei 3.431. Leichte Korrektur. Ist das schon so ein bisschen die Vorwegnahme der schlechteren Stimmung an der Main Street? Wir wissen es nicht, sehen aber, dass der DAX jetzt sich wieder der 13.000-Punkte-Marke nähert, nachdem er schon mal die 13.200 angeschmeckt hatte. Wir sehen Gold, das aktuell so ein bisschen unter Druck kommt, so ein bisschen abperlt bei 1918 Punkten. Und abschließend wollen wir uns noch anschauen, den Euro-Dollar, der bei 1,1813 ist. Heute der IFO ja das vierte Mal in Folge gestiegen.
Hat aber beim Euro so recht keine Euphorie hervorgerufen. Also möglicherweise haben wir heute einen kleinen Frühindikator gesehen, dass die Stimmung jetzt dreht an der Main Street. Dass sozusagen diese gute Laune, die trotz Corona-Krise der Fall war, weil man eben alles mit Geld zugeschüttet hat, jetzt erstmal so ein bisschen abgeebbt ist, zumindest bei den Amerikanern, nicht an der Wall Street, aber vielleicht muss die Wall Street folgen, wenn sie dann einsieht oder nachvollzieht, okay, das wird heißen, dass weniger konsumiert wird, das kann für die Unternehmen nicht gut sein, dementsprechend sind die Bewertungen vielleicht ein bisschen hoch. Das nur ein kleines Gedankenspiel von mir. Natürlich ein rein fantastisches Gedankenspiel, das mit der fantastischen Realität der Wall Street fast gar nichts zu tun hat. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao.